Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge Let's Play Kingdom Hearts Re: Chain of Memories. In der letzten Folge sind wir Monstro angekommen. Wir haben über unseren Taktikwechsel gesprochen und ich habe angedeutet, dass ich am Anfang jetzt mal das Inventar ein bisschen umbauen werde. Und zwar einfach so, dass ich den Frostwurf und den Flammenwurf ein bisschen besser spielen kann. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir die Magiekarten hier an der Stelle gerade mal raus. Gibt es da irgendwie einen Shortcut für oder... Ah, einfach so, ja. Macht Sinn. Legen hinter Simba hier oben, oder die Freundeskarte, wisst ihr was, die nehmen wir auch mal kurz raus. Oder eigentlich können wir mal kurz alles rausnehmen. Wir bauen das jetzt mal komplett neu, die Zeit haben wir. So, und wir haben 475 Kartenpunkte. Mal gucken, ob wir die jetzt vielleicht ein bisschen schlauer nutzen können. Weil wir haben ja im Prinzip ein vorgegebenes Set verwendet und das einfach nur erweitert. Vielleicht können wir das ja jetzt mal so ein bisschen bauen, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. So, als allererstes würde ich mal vorschlagen, legen wir die Karten rein, die wir unbedingt mitnehmen wollen. Und das wäre in dem Fall ja den Jafar-Genie, nur der zieht halt schon ordentlich viel. Und wen hatten wir noch drin? Ich glaube den Stelzknüppler, ne? Verlierst du einen Kartenstich, sinkt der Wert der Karte des Gegners. Das finde ich auch ziemlich stark und zieht auch nur 25 KP. So, soweit lassen wir das erstmal drin. Dann fangen wir an mit den Angriffskarten. Wir haben nur ein 7er Schlüsselschwert, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Hatten wir, glaube ich, vorher auch. Und ein 6er Schlüsselschwert können wir ruhig auch noch mitnehmen. Oh, wir haben eine 8er Wunderlampe, die können wir auch gut gebrauchen, denke ich. Ein 9er Heros. Wir müssen ein bisschen die Kartenpunkte im Auge behalten, haben 166 schon. Ich würde sagen, wir bauen mal so eine Kombination, dass wir halt das Feuer direkt zünden können. Da würde ich jetzt einfach mal eine 5er Feuerkarte nehmen und vielleicht, weil wir den Herzensbrecher noch nicht hatten, eine 3er und eine 2er Herzensbrecherkarte. Weil wenn ich die Karte jetzt einfach hochstapel, die drei hintereinander, dann können wir halt den Flammenwurf ausführen. Dasselbe machen wir jetzt nochmal mit Eis. Da nehmen wir ruhig... Welches Schwert hatten wir jetzt noch nicht? Das Wunschgestirn haben wir auf jeden Fall noch nicht. Und die Wunderlampe, doch, die haben wir schon. Das Wunschgestirn haben wir nun auf 4, nicht so schlimm. Und dann nehmen wir halt noch Heros nochmal auf einer 8. Ist leider auch eine Premium-Karte. Ey, wir kommen mit den Premium-Karten noch in Teufelsküche, glaube ich. Das ist nicht so schön. Dann nehmen wir unsere ganzen Rufleute wieder mit, so nenne ich sie mal. Wichtig sind auf jeden Fall noch die Heilkarten. Da hatten wir auf jeden Fall 7er Vita, wir hatten das 6er Vita. Oh, jetzt müssen wir schon langsam aufpassen. Und ich glaube, wir hatten einmal eine Portion noch dabei, ne? Hatten wir noch eine Portion? Ich glaube, wir hatten noch eine Portion. Mal gucken, ob wir uns die jetzt überhaupt noch leisten können. Ah, wir hatten so eine, ja. Den Heiltrank sozusagen auf 6. Der kostet 45. Das wird wohl ein bisschen eng. Dann können wir halt uns vielleicht nur eine 2er leisten. Und das ist zu viel. Verdammt. Ja, ich habe auch ziemlich hohe Angriffskarten jetzt nur dabei. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Vielleicht müssen wir den Jafar-Genie doch rausnehmen, schweren Herzens. Wir gucken mal, ob wir mit dem Set einigermaßen hinkommen. Und wenn nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Und wo müssten wir nochmal hin? In den Raum. Das heißt, hier lang, oder? Fordert eine 4. Wollen wir mal den Weißen nehmen? Warum nicht? Ja, wobei es jetzt vielleicht zum Karten ausprobieren nicht unbedingt der beste Gegner, weil wir davon werden sicherlich wieder nur 3 spawnen. Sind wir jetzt richtig gegangen? Ja, hier hinten sind die Ausrufezeichen. Genau, also da müssen wir irgendwie hin. Was ist denn das? Macht auf jeden Fall Schaden und verwirrt einen. Das ist ja gemein. Aber wir können es immerhin zerschlagen. Ja, das sind halt so Weltenelemente. Ach, hier. Ach, der ist es. Warum ist der jetzt despawned? Hä? Kriegen wir eine Rauminfo? Ein Raum, in dem nur Puffungis erscheinen. Muss man sich an den anschleichen? Sieht der einen so vielleicht nicht, wenn man von hinten kommt? Tatsächlich, so ist es. Von vorne darf man also nicht. So, testen wir gleich mal den Wurf hier. Das macht sich hier, denke ich, ganz gut. Nee. Das ist genau derselbe Mist wie in Kingdom Hearts 1. Die können wir nur töten mit Magiekarten. Jetzt fordert er einen Blitz, den ich natürlich nicht dabei habe. Der da hinten wollte gerade Feuer haben. Der will wieder Kälte hier. Na, jetzt war schon wieder Abwehrmodus. Okay, komm, das klemmen wir uns jetzt. Das müssen wir mal machen, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Magie haben.
Würde mich jetzt natürlich auch interessieren, was die droppen, nur das... Nee, das frisst jetzt zu viel Zeit und bringt am Ende vielleicht nicht mal was. Den Raum behalten wir auf jeden Fall an der Stelle. Könnte ja eine seltene Karte gewesen sein. Und sollte das der Fall sein, dann heben wir den Raum auf jeden Fall auf. Den werde ich nicht nochmal umbauen oder so. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist die Tür? Die verschlossene. Die müsste ja laut Minimap in der Richtung liegen, nur... Ach, da ist er. Wir sind schon drauf vorbeigelaufen, habe ich eben nicht gesehen. Was brauchen wir hier? Eine 5? Gönnen wir uns noch einen Schatz? Komm, wir gönnen uns einen Schatz. Wobei, hinter der nächsten Tür wird wahrscheinlich schon ein Kampf auf uns warten. Ich habe das Set immer noch nicht geprüft. Gedächtnis wie ein Lochsieb. Ein Wunschgestirn auf 6. Ja. Also ich sag mal, eigentlich brauchen wir in unserem Kartenset auch gar nicht mal so viele hohe Karten. Wir können eigentlich theoretisch auch, das ist die falsche Tür, na, wahrscheinlich, oder? Oh nein. Nee, hä? Hier vorne wäre es gewesen. Hier vorne wäre es gewesen. Verlaufen. Gut, wissen wir schon fürs nächste Mal. Nee, theoretisch brauchen wir auch gar nicht so viele hohe Karten, weil viele mittlere ergeben ja auch einen hohen Wert. Und von denen können wir halt mehr mitnehmen. Jetzt müssen wir hier abbiegen. Ja, das frisst jetzt natürlich ein bisschen Zeit. Ist halt so. Wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Zeugnis dafür, dass ich das Spiel halt auch noch nicht richtig kenne. Hatte ich ja auch ganz oft gesagt. Warte mal, wo? Was ist das jetzt hier für eine Tür? Das ist doch genau die, oder? Immerhin haben wir dann Monstro schon mal ein bisschen erkundet, ne? Und müssen uns die Welt später nicht nochmal antun, weil die Monstro-Welt finde ich in jeder Hinsicht auch immer anstrengend. Genau. Und das ist genau der Raum, in den wir müssen. Wir gehen noch vorher einmal in den Kampf. Schlage ich vor. Um nochmal kurz zu gucken. Boah, wie viel Leben die auch haben, ne? Und das meine ich halt. Jetzt muss ich nicht überlegen. Jetzt habe ich einfach die Karten wild gestapelt und bekomme trotzdem meine Kombination. Dasselbe mit dem Eiswurf. Der zum Glück doch noch trifft. Wollte gerade schon sagen, hat nicht einmal getroffen. Aber jetzt sind unsere Angriffskarten halt auch schon Halle. Das heißt, wir sind extrem von dieser Rufmagie hier abhängig. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Mal schauen. Ja, man muss sich halt ausprobieren, auch welcher Spielstil für einen am besten ist. Nur ich glaube, schon mal in Videos gesehen zu haben, auch gerade in den Endkämpfen ist es später halt extrem schlau, wenn man eben so eine Angriffsmuster sich schon zurechtlegt, damit man nicht in einem schweren Bosskampf noch lange überlegen muss, wie nochmal die und die Kombination ging. Ne, macht eigentlich auch soweit Sinn. Wir nehmen mal Donald Magie Stufe 2 und einen Simba. Müsste reichen für die letzten Geister hier. Donald heilt nochmal, finde ich auch immer gut. Das Leben verliere ich hier ziemlich oft irgendwie aus den Augen, weil ich mich halt krass auf die Karten konzentriere. Und wir rufen nochmal Cloud und Cloud setzt dem Ganzen hier ein Ende. Nächste Stufe, 273 XP. Ja, wir versuchen es. Also ich bin mir ziemlich sicher, da hinter der zweiten Tür sonst auch immer ein heftiger Kampf kommt, wird auch hier einer auf uns warten. Wir versuchen es. Könnte allerdings ein bisschen Fail-Potenzial jetzt bergen. Weil, wie gesagt, die Angriffskarten erscheinen mir irgendwie doch etwas wenig. Ach, kleiner als 5. Natürlich haben wir jetzt nur 6er-Karten, ne? Hier ist noch eine 3er-Karte übrig und der Schlüssel der Fügung. Oh! Das sieht mir übrigens schon nach dem Magen aus KH1 aus, also werden wir wahrscheinlich auf diesen Säuregegner treffen. Pinocchio, du Lümmel, du weißt doch, dass sich Geppetto Sorgen macht, wenn du hier alleine herumirrst. Jiminy war auch besorgt. Tut mir leid. Was machst du hier überhaupt? Suchst du was? Ja, ich suche nach einem Schatz. Das trifft sich gut, wer auch. Na, halt gelogen. Das ist schön. Wenn es mal bei allen Leuten so wäre. Nicht schon wieder. Aber Jiminy. Sei doch nicht so streng mit dem kleinen Jiminy. Wir versprechen dir nicht böse zu werden, Pinocchio. Willst du es uns deshalb nicht sagen? Hab keine Angst, sag uns die Wahrheit. Vertrau Goofy. Ich habe einen Ausgang gesucht. Oh, das ist süß. Vater sagt, er sei glücklich, aber es ist meine Schuld, dass wir hier sind. Ich hätte nicht weglaufen dürfen.
Ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Alles klar, daher dachtest du also, du müsstest lügen. Du hast es getan, weil du ihn liebst. Jetzt brauchst du nur Mut. Was? Sag Geppetto die Wahrheit. Mit etwas Mut schaffst du das. Wenn du ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Und wir helfen dir auch. Wirklich? Ihr helft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Gemini. Und fortan bitte keine Geheimniskrämerei mehr, einverstanden? Klar, ich werde Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Klasse. Dann wächst auch deine Nase nicht mehr. Was ist los? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich allerdings auch. Pinocchio, lauf! Und da ist er auch schon. Wie wir ihn kennen. Die Säure wird wieder Giftschaden machen, Pinocchio. Hilfe, ich bin gefangen. Was? Na dann schauen wir mal, ob wir uns jetzt mit unserem neuen Set hier nicht angeschmiert haben. Wir finden es raus. Oh nein, die sind schon wieder so eine ekelhafte Plattform. Das Vieh hat so viel Leben wie bis jetzt noch kein Gegner, glaube ich. Aber wir machen ja auch guten Schaden. Zum Glück werden die ersten 20 Karten nicht gestochen, sonst wären wir jetzt schon mal ein bisschen schlechter dran. Oh Gott, aber diese blöde Säure macht miesen Schaden. Aua. Oh Gott. Wir hauen gleich mal... Ach, als ob die Plattform verschwinden. Nola Goofy raus. Der natürlich auch leicht gestochen werden kann und nicht trifft. Ey, und hier sind wir ja mit der Rufmagie richtig gelackmeiert. Wir kommen ja so gut wie nie an den ran. Ah, wir konnten das ausstellen. Super. Jetzt können wir auch Cloud und Simba rufen. Ob das schlau war, keine Ahnung. Ah, Simba macht hier gar nicht mehr so viel Schaden. Cloud zum Glück umso mehr. Und jetzt sollten wir uns ganz schnell heilen. Oh Gott, und wir sind tot. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir da? Und da sind wir wieder zum neuen Versuch. Ich habe mal die Rufmagie-Karten rausgenommen und durch mittlere Angriffskarten noch ersetzt, weil ich glaube, dass uns die Rufmagie hier halt echt nicht viel bringt. Und ich muss es irgendwie... Ja, das ist halt... Irgendwie müssen wir das hier in den Griff kriegen. Mit dem Plattform und dem Lebensmanagement, nenne ich es mal. Man kann halt auch nicht springen, wenn man so eine Goofy-Karte zum Beispiel zündet, ne? Eigentlich sollte es aber... Das Ausweichen sollte eigentlich an der Stelle nicht so schwer sein. Wir setzen mal einen Feuerwurf ein. Und schauen, wie viel Schaden er macht. Na, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Cloud habe ich drin gelassen, weil der eben auch guten Schaden gemacht hat. Wir sollten uns einmal heilen vielleicht. Da sind die Plattformen wieder. Und ich meine mich irgendwie auch von früher tatsächlich jetzt dran zu erinnern, dass die am Ende weniger werden, ne? Weiß es aber nicht genau. Verdammt, und ich muss besser ausweichen werden. Sonst wird das hier wieder ein Fehlversuch. Und das wäre natürlich unschön. Da rollt ein Goofy. Ob der uns hier so viel bringt? Na, als Nullkarte doch schon. Und noch ein Donut. Den wir aber nicht bekommen wahrscheinlich. Doch, haben wir. Boah, sogar ein 0 Goofy und ein 8er Donut. Jetzt wird uns das Spiel aber supporten. Denkst du. Und Donut heilt uns vielleicht, das wäre jetzt super. Ja, danke. Und setzt Blitzmagie ein, sehr schön. Nutzen wir mal kurz die Zeit zum Nachladen. Ja, der hinten hier hat gewackelt, jetzt hat er die Plattform unter uns weggezogen. Dieses Mistschwein. Wir könnten auch mal wieder eine Mickey-Karte bekommen an der Stelle eigentlich, aber gut, dann halt nicht. Er nimmt die nächste Plattform weg. Was war das? Und vor allem, wie soll man dem komplett ausweichen? Die hätte jetzt natürlich leicht stechen können, haben wir Schwein gehabt, dass das jetzt zum Glück gerade nicht der Fall war. Wir setzen mal einen Eiswurf noch ein. Kombinieren Cloud, dann ist er halt weg. Ist nicht so schlimm. Macht aber nochmal schön Schaden.
Jawohl, und das sieht doch viel besser aus als beim ersten Versuch. Weiß nicht, was da los war. Da war ich einfach geschockt, überfordert. Keine Ahnung. Oh, sticht da ein Goofy nochmal weg? Ja, das ist doch jetzt hier nur noch Zeitgeschinde, mein Sohn. Jawohl, da haben wir ihn. Ja, Entschuldigung für den Fail. Ich weiß nicht so richtig, woran es gelegen hat. Zweiter Totem-LP. Kommt vor. Stufenanstieg. Und diesmal nehmen wir Lebenspunkte, nachdem ich eben gestorben bin. Und auch den Gegner bekommen wir als Karte. Parasitakel heißt der, okay. Ich glaube, der ist in Teil 1 anders, oder? Wir negieren jetzt mal auf Vitalität. Warum nicht? Hilfe, ich habe Angst. Pinocchio, sei tapfer. Wie? Gib nicht auf, versuch dich nach draußen zu kämpfen. Sei tapfer. Ich versuch's. Pinocchio, alles in Ordnung? Keine Angst, alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen klebrig. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzlose hat mich ausgespuckt, als ich Rabatz machte. Das könnte doch auch bei Monstro klappen. Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monstro aus. Tolle Idee. Dringen wir in sein Inneres vor und probieren's. Ich komme mit. Nein, zu gefährlich. Komm schon. Du sollst bei Geppetto sein. Was nützt, Monstro zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet? Überlass das uns. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig. Schlüssel des Seins. Ich würde sagen, die verbleibenden Minuten vom Part nutzen wir jetzt noch, um ein paar Gegner zu bekämpfen. Und ich müsste mir überlegen, ob ich Simba wieder reinnehme. Allerdings würde ich sagen, warten wir da noch bis zur nächsten Folge ab, weil da kommt ja wahrscheinlich derselbe Gegner ähnlich nochmal als Endboss dieser Welt. Und wenn der halt wieder so drauf ist, dann hilft uns der Rufmagie, zumindest Simba, auch nicht so viel. Würde ich also für die Welt auf jeden Fall noch lassen. Wir leveln jetzt noch ein bisschen, schlage ich vor, und kümmern uns dann im nächsten Part hier um den finalen Kampf und gehen dann halt auch in die nächste Welt entsprechend, dass er dann Halloween Town ist. Halloween Town ist eine Welt, die ich cool finde. Da freue ich mich dementsprechend drauf. Wir hauen mal wieder einen Feuerwurf raus und einen Eiswurf hinterher. Also das haben wir auf jeden Fall gut gemacht, von der Kombination her. Das ist stark. Und jetzt könnten wir noch diese Schwertfall-Serie machen mit drei verschiedenen Schwertern. Ich hatte auch eine Portion noch eingepackt, nach dem Fail, sicherheitshalber. Anhaltende Betäubung kriegen wir hier, viele Erfahrungspunkte. Das Leben kann so einfach sein. Nee, auf jeden Fall, jetzt ziehen die Gegner, finde ich, aber auch in der Schwierigkeit an. Vom Leben her auch, jetzt geht das Spiel davon auch logischerweise auch aus, dass man mit dem System einigermaßen vertraut ist. Davon kann man an der Stelle als Entwickler eigentlich auch ausgehen. Kämpfe haben schon mehr als genug stattgefunden, nur wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, mit dem Kampfsystem tue ich mich halt etwas schwer. Und ich habe auch mal auf YouTube nachgeguckt, Chain of Memories ist halt auch ein Spiel, das nicht nur von mir vernachlässigt wurde, scheinbar auch von vielen, weil wie viele von den großen Kingdom Hearts YouTubern machen Chain of Memories Videos? Gibt es nicht so viele meines Erachtens nach. Dabei ist das Spiel eigentlich sogar, glaube ich, am Ende von der Geschichte her doch relativ wichtig, wenn man wirklich alles verstehen möchte. Wenn man also die gesamte Welt von Nomura nachvollziehen will. So, werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Das war ja jetzt genau der Raum, wo wir vorhin schon mal fälschlicherweise waren. Das heißt, wir nehmen die gerade Tür hier. Hoffentlich kommen wir jetzt... Wie kommen wir denn hier hoch? Ach, mit der Leiter nur? Das ist ja nervig. Das ist ja extrem nervig. Vor allem auch, wie die auch aus Knochendesigns sind. Schon irgendwie witzig. Aber witzig trifft es vielleicht nicht. Makaber. Einigen wir uns da drauf.
Der Gegner bewacht natürlich die Leiter. Na klar. Oh, den hat Sorites aber richtig schön das Feuer in die Schnauze gehauen. Oh ne, es spawnen sogar nochmal welche nach. Belastend. Wir haben nur einen Vierer-Cloud, der wird bestimmt gestochen. Nee, hat gereicht. Sollten aber schon wieder mal nachladen. Wenn wir mal wieder einen Premium-Raum machen können. Das werde ich in der nächsten Folge probieren. Ach nee. Ich weiß nicht, wie es sich mit Magiekarten verhält. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir aus den Magiekarten-Premium-Karten. Ich weiß halt nicht, ob bei denen dieselbe Regel gilt, dass die halt sofort verschwinden. Und da habe ich euch mal unterbewusst, gerade eben, die Schwertfallserie gezeigt. Auch cool. Ah, komm her. An dich müssen wir jetzt ran. Reicht nicht. Belastend. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wegen dir weiche ich jetzt auch nicht mehr aus, du Turbo-Tepper, du. Verschnaufpause bekommen wir. Die werde ich auch gleich brauchen. Nach dem ereignisreichen Part. Und wieder im Tod. Ich glaube, hier mussten wir jetzt genau hier lang. Jetzt wieder nach rechts. Mussten wir jetzt durch die Tür schon? Ja. Ja, jetzt einfach nur dem Weg folgen. Alles klar, ich würde sagen, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Danke fürs Dabeisein. In der nächsten Folge wird es nochmal spannend. Vielleicht fressen wir den nächsten Tod. Ist ja derselbe Gegner, keine Ahnung. Oder ich habe daraus gelernt aus der Sache heute. Wir werden es herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.